Schon wieder jetzt Alarm, Leute. Ja, wo denn? Ach, wir haben ja die coole Knarre. Dann gehen wir doch gleich wieder in die Ecke dahinter. Oh, der Tag hat ja schon wieder so gut begonnen. Es ist doch alles wunderschön. So. Kommt her, ihr Schergen. Ja. Wo ist er? Nachladen. Der ruckelt. Warum ruckelt das hier? Ja, mit Frau AK ist er schon ganz angenehm, ne? Da hinten ist noch... Hat sich einer hinterm Klo versteckt. Ist nicht mehr auf mich, Kollegen, davon, ja? Behaltet bitte hier die Spur bei. Nicht, dass ich hier, ne? Was hast du jetzt davon? Noch 3 Minuten. Mei. Da geht die Munition aber sowas von flöten hier. Zielen, Junge, zielen. Ich wollte mir doch das Scharfschützengewehr kaufen. Nein, nicht Granaten. Granaten sind immer doof für mich. Au. Mach doch nicht das. Immer wieder Granaten, weißt du, das macht man nicht. Das ist unfair. Oh. Sag mal, Kollege. Hätte gern ein Scharfschützengewehr. Und das kaufe ich mir auch gleich. Ja, stolpern, ne? Du musst schon gucken, wo du hinläufst. Ja. Da. Kommt da hinten noch einer. Ja, aus. Den habe ich ja erwischt. 93 Schuss noch. Das ist nicht Öl. Na, ja, du kommst dahinter, der Busch vor da. Lade nach. Komm. Den habe ich erwischt. Ja, das tut weh, ne? Ich weiß, das tut weh. Es tut mir auch... was ist denn hier los? Sag mal, wo kommen wir her? Ist der hier? Ja. Boah, das ist ja hier. Pistoletto, genau, das sag ich dir. Es ist ja hier wirklich... Hier ist was los, Leute. Hier ist was los. Granato, hat er gesagt. Ich hab's genau gehört. Jungs, schießen! Oh. Muss ich schon wieder Flat ordern? Nein, nicht! Ich mag keine Granaten! Lass doch die Scheiß sein! Behaltet doch selber eure Granaten! Habt ihr keine, oder was? Bisschen Frieden, da. Ja, genau, richtig. Das sieht nicht gut aus. Ich muss laufen. Au. Da ist doch was los. Schießen, Leute. Schießen. Jawohl. Ja. Also ich habe mal festgestellt, die Granaten werfen die eigentlich nur auf mich. Und wenn ich hinten bei meinen Kollegen bin, dann überleben die eigentlich ganz gut. Deswegen bleibe ich mal lieber hier hinten. Ja. Was für ein Start in den Tag, oder? Alter Schwede. Ja. Darf ich schlafen? 120 Schuss. Ist Vlad noch da? Nee. Dann muss ich den mal schnell holen. Moment. Die haben ja schon wieder gänzlich meine ganzen Reserven aufgebraucht hier. Oh, schaut mal. Hier habe ich sogar noch was drin. Und vorhin?
Nanu, nanu. So, nochmal zurück. Dann haben wir hier noch, na gut, die Pistolenmunition brauchen wir erstmal nicht. Scharfschützi-Munition brauche ich auch nicht. Nee, ich muss Vlad anrufen, das nützt nichts. Hallo, Vlad? Kommst du bitte? Mein Freund Vlad. Oh, hier, schon wieder eine Schranke kaputt gemacht. Mensch, ey, das kostet ja langsam richtig Geld. Da brennt die ganze Zeit nicht das Licht bei der Karre. Weiß auch keiner, oder? So, mein Freund. Ja, ja, komm, ich muss ein bisschen hier organisieren. So, das ist wieder voll. Dann nehmen wir das auch wieder mit. So, und schau mal dein... Oh, 2,8, hä? Leute, das ist doch was, oder? Das wäre doch was für uns, so ein Scharfschützengewehr. Ach komm, ich mach's einfach, komm. Ich mach's einfach. Ist doch egal. Es ist doch egal, kommt, Leute. Was kostet die Welt, hm? Was kostet die Welt? So, das rüsten wir doch gleich mal aus hier. Auf die 4. Oh. Hä? Ist das sowas? Ist das ein Scharfschützengewehr? Und nicht euer Ernst, oder? Da bin ich jetzt... Nö. Scharfschützengewehr. Okay. Aha. Auf der 4. Okay. Ja, wenn das dann so ist, dann ist das so. Wo hänge ich denn hier fest? So, dann aber jetzt mal ganz schnell schlafen. Nicht, dass hier noch was dazwischen kommt. So, jetzt aber wirklich, oder? Nicht, dass hier noch Raumschiffe abstürzen. Naja. So richtig gut habe ich jetzt nicht geschlafen, ganz ehrlich. Da war was mit ein paar Typen. So. Ich habe eine zauberhafte Wumme und freue mich auf den heutigen Tag. Ist das schön? Juhu! Lass dir Zeit. Immer mit der Ruhe. Bitte heute nicht durchbrennen. Das sieht mir schon wieder alles zu perfekt aus. Mhm. Du bist mir zu perfekt. Ja? Meine Frau arbeitet im Parlament. Ich muss mich sofort vergewissern, dass es hier gut geht. Bitte lass mich durch. Genau. Genau. Du kannst mir auch was erzählen. Ne? Du erzählst mir lustige Sachen. So, Andrei. Hm? Andrei, mein Freund. Immer mit der Ruhe. ARY1911TK. So, und jetzt kommt das übliche, ne? Das übliche Prozedere. Und dann kannst du gleich zu deiner Frau. Ich verspreche es dir. Hundertprozentig. Es sei denn, ich finde illegale Substanzen in ihrem Fahrzeug, junger Mann. Und das schaue ich mir noch eben an, ja? Bitte kein Stress. So, 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 so. Ist das schön. So. Das müsste auch alles passen. Ach nee, oder? Warum? Hm? Fahrzeugtyp, Kennzeichen, Dokumentenhintergrund. Was ist denn das jetzt? Fahrzeugschein? Oder was zählt denn das jetzt hier? Das ist ja natürlich auch... Gibt es das hier noch extra? Täglich aktuelle Bestimmung? Du scrollst mal einfach mal mit an. Fahrzeugschein. Hm. Tja. Der Nachname stimmt nicht. Dann darfst du ja eh nicht rein. Tschüss. Was schon dein Nara? Ja, du schreibst mir dann auch einen bösen Brief. Ich weiß, ich kenne das schon. Da, da, da. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie das Auto seines Bruders. Und wir kriegen jetzt einen Haufen Ärger. Mit der Frau aus dem Parlament. Ne? Man weiß ja nicht. Man weiß es nicht. Machen wir mal. Jo, hat doch gepasst. Ist doch alles gut. Der Nächste, bitte. Ist schon mal aufgefallen, dass es hier gar keine Frauen gibt im Spiel? Oh, nicht aufgefallen, ne? Du kommst mal raus.
Ja, das ist doch gut. Wenn kein Problem nichts ist, dann ist gut. Was denn du hier? Das laden wir erstmal aus. Ja, bleibt doch easy peasy. Ist auch nichts drin. Hast du hier im Motor noch was versteckt, mein Freund? Nein. Achso, du hast mir ja noch gar nichts gegeben. Gleich geht's los, das sag ich dir. So, jetzt nochmal. 411 HX, das passt auch, jawohl. So, so und so. Einmal Reinigungsmittel, siehst du, und schon stimmt's doch wieder nicht. Oder habe ich was übersehen? Oder bin ich einfach mal wieder nur... Du, das entscheide immer noch ich, ob es hier was zu finden gibt, nicht du. Nee, Frachtbrief stimmt ja schon wieder nicht. Och, Leute. Hm? Kassandarin. Hat man den schon? Nö, den hat man ja auch noch nicht überprüft, ne? Sander Iljin, das stimmt, das hat ja alles gestimmt, 990 Kilo darfst du und haben tust du, das stimmt auch, okay, du musst mal hier eben, Moment, ja, bitte danke, schön, so, und da dein Frachtbrief ja sowieso nicht gestimmt hat, ach, hier oben waren noch zwei, Moment einmal, doch stimmt, noch drei und fünf hast du gesagt, ne, nö, dann, tschüss. Tut mir leid. Muss ja nicht so grimmig zu gucken. Das ist ja nun nicht mein Problem. Oh. Wie eine Giftschlange guckt er mich an. Tschüssi. Stimmt. Der war nicht sauber. Ja, ja. Böser Mann. So. Das ist ja mal eine Farbe. Kinos, hm? Ja, gib her. Und raus. Dann schauen wir mal ganz schnell hier durch. MXW 8188 FU. Das ist okay. Das ist okay. Das stimmt nicht. Dann darfst du sowieso nicht rein. Fünfmal Gepäck. Fünfmal Gepäck. Komm, dann lass uns wenigstens noch das durchschauen. Da haben wir das auch schon hinter uns. So. Das ist so. Nichts Verstecktes, Illegales hier. Nö. Dann finden wir doch bestimmt hier irgendwas, hm? Mein Freund. Den noch? So. Nur mal eben durchgucken. So, du darfst wieder einladen. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Kohle gemacht in den letzten Folgen. So dass wir da schauen konnten. Fünfmal das. Okay, das. Deine Einreisegenehmigung hat sowieso nicht hingehauen. Tschüss! Vielleicht war das ja richtig, ne? 1520. Ja, das hätte gepasst. Und mal ganz ehrlich, die Farbe von deinem Auto, ne? Die hat in unserem Land nichts zu suchen. Das ist ja nicht schön, oder? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Hm? Ja, das ist nicht schön. Oh, du bist müde, hast Stress, oder? Na, Junge, Junge, Junge. Der ist groß, der wird... Der ist bestimmt... Ah, stimmt doch was nicht. Boah, die Karre, die ist ja völlig fertig. Ja, ja, richtig, richtig. Komm mal her. Du kommst raus. So. TCB 3821YL, das stimmt. Das stimmt auch. Da muss ich hin. Ja. Boah, der hat ja die ganze Karre voll. Defekter Scheinwerfer, defekter Spiegel. Oh. Da, da. Und da hat man doch einen platten Reifen. Einen platten Reifen. Ich bin gerade blind. Ach da, okay. Das haben wir so. Aber hier kommt doch kein Mensch ran, oder doch so. Okay.
Wir schauen doch die Mühle nochmal ganz genau durch. Bei der Musik, da stimmt doch was nicht. Und schimpfen. Oh, Waffenlieferung hier. Oh, vom Feinsten. Da ist nichts drin. Aha. Siehst du mal, was soll ich jetzt von dir halten, hm? Mann, 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 noch ein kaputter Reifen. So, halt. Richtig machen. Wenn wir das machen, dann machen wir das richtig. So. Ja, schau. Und was habe ich hier gesehen? Was ist das? Hm? Du. Bitte hör auf damit. Junge, das ist mein Job. Kann ich nicht einfach aufhören? Eine Stoßstange fehlt ja auch noch. So, da. Zack. Auch noch einen reingehauen. So, und jetzt müssen wir den ganzen Käse hier noch ausladen. Ne? Ich habe das irgendwie im Verdacht. So. So, 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 so. So, 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 so. Haben wir alles? Das sieht gut aus. So. Und du armer Maxi, du darfst das alles nachher wieder wegbuckeln hier. Mein Lämpchen habe ich schon an, oder? Ja. Mhm. Da werden wir doch mal ganz genau hinschauen. Mhm, mhm, mhm. Ein Kühlschrank. Noch einer. Nichts drin. Das glaubst du doch selber nicht. Tatsächlich. Also da hättest du auch mehr schmuggeln können, ganz ehrlich. Hm? Haben wir alles? Ja. So. Was haben wir denn Schönes? 3 Benzinfässer. 2 Käsekisten. Düngemittel 17. Kühlschränke 2, Gasherd 1. Siehste, und da haben wir das schon. Das stimmt schon nicht. Oh, Junge, Junge, Junge. Und du bist ja eh ein kleiner, mieser Schmuggelmann. Deswegen darfst du jetzt uns auch besuchen. Und übernachten, wenn du willst. Adaiche. Adaiche. Tschüss. Du pass auf. Ja, ja. Jo, kratz dich am Bauch. Das ist richtig. Was? Maxi, du hast jetzt richtig was zu tun. Buckel los, komm. Der Tag ist jung. Richtig. Der Tag ist jung und dein Freund. Das ist doch schön. Da haben wir doch wieder ein bisschen Geld reingeholt. Ne? Ein bisschen. So, jetzt komm. Kaputter Scheinwerfer. Braunes Auto. Der sieht doch schon so aus, wie als hätte er was zu verbergen. Ja, ja. Gib mal her dein Zeug. Und auch du darfst uns nach draußen begleiten. Jetzt suchen wir den noch. Scheinwerfer. 2 gesprungene Scheinwerfer, Alter 43 und einer aus Albrücke. So, da hätten wir schon mal einen. Einen. So. Das stimmt nicht. Das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Alter Schwede. Und das Siegel stimmt mit Sicherheit auch nicht. Boah. Gibt's hier Stempel? Ja, zack, der ist doch hier nicht der richtige Stempel. Das Foto stimmt mal zumindest. Es ist aber auch, glaube ich, heute das Einzige, was hier stimmt. So, zeig mal hier. Okay, das ist erstmal gut. Dann haben wir eine Stoßstange, die fehlt. Jawoll. Ist hier ein Einschussloch? Nee. So. Sie bleiben ganz ruhig und locker. Und jetzt erst recht, mein Freund. Jetzt erst recht. Hurwa, du bist auch Hurwa, mein Freund. Bogen, da sind sie. Oh, ich hab's gewusst. Er überfährt mich. Ich habe sowas gewusst. Ich habe sowas gewusst, dass sowas heute passiert hier. Und Vollgas. Ah, Leute, 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 Leute. Wenigstens die Musik ist beruhigend. Di-da-di-da-da-di. Komm, fahr gegen irgendeinen Baum, bitte. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder ich zumindest. Jedenfalls einer von uns beiden. Ich werde dich direkt ins Arbeitslager bringen, mein Freund. Das hast du dann davon.
vielleicht noch ein schnelleres Auto, oder? Nein! Das hier, da hast du mich gut ausmanövriert jetzt. Das war nicht schlecht, mein Freund. Das gibt auf jeden Fall einen Bonuspunkt im Bienchenheft. Hundertprozentig. Wo fährt denn der hin, der Typ? Sag mal. Ey, ich komme nicht mehr klar mit der Bude hier. Nicht abhauen, das wäre jetzt wirklich ein finanzieller Mist. Ach, Leute, wo ist er, der kleine Scheißer. Kleiner, mieser Mumpel. Komm raus. Komm raus aus deiner blöden Karre. Du. Ich mache hier gar keinen Fehler. So, Moment. Wir sind doch noch nicht durch gewesen. Du hast doch hier bestimmt noch irgendwelchen Mist drin in deiner Bude. Ach, ist egal. Auto hast du auch kaputt gemacht. Du Lump. Ich habe mich hier irgendwie verkeilt. Hallo? Ich komme hier irgendwie nicht wirklich raus. Komm, zieh durch. Komm. Ich komme hier nicht raus. Ey, was ist denn das jetzt hier? Wir wenden in 3 Zügen, ist hier nicht mehr. Sag mal, ich muss hier mal. Ja, das ist ja auch wieder geil gemacht. Kann man die Karre wegfahren? Natürlich nicht. Ach, blöd. Leute, das ist ungünstig hier. Sehr ungünstig gelaufen. Aber das ist Gejaule aus hier. Hier kann man doch irgendwie auch mit V. Die Karre ist halt dann völlig im Eimer. Und da los. Ja, mach mal Platz hier, komm. So, müssen wir denn hin? Immer geradeaus. Was für ein Tag. Mach mal Platz, komm. Wir haben nämlich keine Zeit. Sowas. Siege die Gegner. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, schießt doch alle auf mich. Euren Spukler-Kumpel befreien wollt nicht mit mir. Ich und mein Rennwagen, wir sind viel zu schnell für euch. Wo muss ich hin? Mann. Einer muss es ja wieder versuchen. Brecherpack. Ich habe vorhin gesehen, als ich geladen habe, habe ich schon 83% Spielfortschritt. Also lang wird das hier nicht mehr gehen. So. Du hast gleich richtig was zu tun, mein Freund. Und mach dann bitte die Sirene aus. Das hältst du ja nicht mehr aus hier. So, du darfst uns jetzt begleiten. Komm, mach was. Mach aus. Danke. Junge, und wieder eine kaputte Schranke. Oh, sind wir schon fertig für heute? Na nu? Das ist ja angenehm. Oder habe ich was verpasst? Was sagst du dazu? Du sagst auch nichts dazu. Nö, na dann, würde ich sagen, Abo und Like nicht vergessen. Und wir gehen ins Bettchen am frühen Morgen. Was auch immer. Ne? Tschüss, und ich schaue hier noch ein bisschen eine Doku an oder so über Eisbären im Sommer. Tschüss.